Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ark Together. Mit dabei ist der bezaubernde, bebärtete und grünäugige Rainbird. Hallöchen, der gerade Level up hat. Woo! 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 Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ich sollte mal was wegtun. Lisi ist mir immer noch hilflos aus. Ja, schnell weg mit den Sachen. Muss man eben alles wegpacken, es geht nicht. Hast du jetzt schon die Räucherkammer gelernt? Gelernt habe ich sie, aber ich will jetzt erstmal eben das olle... Achso, dann lerne ich sie nicht. Ja, irgendwann, also so gewisse Sachen werden wir, glaube ich, beide lernen müssen, sonst kommen wir irgendwann nicht mehr weiter. Ja, aber sowas wie die Räucherkammer, das müssen wir nicht beide haben. Was ist denn noch so schwer, was ich dabei habe? Ich meine, das Floß, das hat natürlich ganz schön... alles wegpacken. Oh mein Gott. Brauchen wir Zement für irgendwas? Zement, ja. Wichtig. Nicht, ja, okay, nicht wegtun oder sonst irgendetwas. Ich muss sogar das mal eben wegpacken. Stimulanz. Kann ich jetzt das Floß? Ich kann das Floß zu Wasser lassen, Gott sei Dank. Ja, das hat 85 Gewicht, was auch immer. Keine Ahnung. Einheiten. Ich weiß es nicht. Kilo. Kilo. So. Hallo? Wo bist denn du? Dein. Hä? Muss ich das fallen lassen? Das geht doch gar nicht. Warum kann ich das nicht zu Wasser lassen? Weiß ich nicht. Doch jetzt. Ja. Ah. Sehr gut. Oh. Ja, das müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Das alleine reicht nicht. Da müssen wir eine Plattform drauf bauen und alles. Ach, das geht? Ja, klar. Du kannst das bebauen. Okay. Und dann kannst du da Truhen draufstellen und sowas. Hm. Das nur dann lohnt sich das, weil sonst kannst du nicht viel mitbringen, wenn du unterwegs bist. Ach so, stimmt. Hui. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt muss ich meinen Kram wieder haben. Clotilde, hast du noch Essen dabei? Hast du sie. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Hast du auch noch Essen dabei? Das. Wollen wir denn jetzt gleich mal in den Dschungel oder über Wasser? Das weiß ich nicht. Was ist dir denn lieber? Ich würde gerne mal in Le Dschungel. In Le Dschungel. Ja, dann kann ich ja die Sachen hier lassen. Dann können wir nimmst du deine Viecher mit, was wir mal... Ich nehme vielleicht Clotilde mit für Lagen. Genau, dass wir vielleicht mal ein bisschen so Holz und sowas farmen können. Genau, genau. Vielleicht ganz gut. Oh, ich will hier rein. Narkosemittel habe ich auch dabei. So, jetzt kann ich das mal eben wegtun hier, das Fleisch. Ah, ich habe nur drei Narkosebären. Narkoberries. Narkosebären? Narkosebären. Ich habe auch keine mehr. Warte mal, Fleisch brauche ich noch mal dringend. Ey, jetzt hast du mich. Ich komme nicht raus! Manu! Hilfe! Manu! So, ich gehe mir mal auf Klo, würde ich sagen. Nein! Ich hau dich mit der Fackel, wenn du nicht aufhörst. Ich hau Pennywise mit der Fackel. Ich hör dich nicht, ich bin auf Klo. Ach, warte mal. Warte. So. Was? Ja! Ich weiß mir zu helfen, alles klar. okay, irgendwas wollte ich noch? Fleisch. Achso, ich mache mal noch ein paar Pfeile. Fasern, Feuerstein, Stroh. Warte mal, Clotilde. Nein, ich will dich nicht rein. Dann können wir eben noch mal 20 Holz. Ja, pass auf, dann das und das und das Holz und das und das und dann das Feuer anziehen. War noch Holz im Schrank übrig? Musst du reingucken, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee. Ich habe ja 250 Holz für das Floß gebraucht. Mhm. Und den Rest habe ich, glaube ich, gerade eben ins Feuer, also zum Grillen genommen. Ja, okay. Ich wollte mir noch ein paar Pfeile machen. Aber okay. Verhalten, Folgen aktivieren. Warte. Noch irgendwas Unnötiges? Verhalten, Folge, Abstand. Warte mal, meinen Bogen muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ja. Und noch vielleicht noch ein paar Pfeile oder sowas. Ja, genau. Deswegen wollte ich gerade noch mal was Holz holen, damit ich auch mal ein paar Pfeile machen kann. Vier Pfeile brauche ich. Oh, habe ich noch ein paar? Die sind aber auch mal so schwer. Das ist das Doofe da dran.
Dann können wir ja in Clotilde ein paar Pfeile lagern. Hm. So, jetzt brauche ich noch Feuerstein. Feuerstein. Ist da gerade einer angegrunzt? Na, ich nicht. Nein? Nein. Du hast mich nicht angegrunzt? Nein. Na gut. Dann willst du Spucke hier so stehen lassen? Ja, sonst park den drin. Ja, ich weiß nicht, ob man die so reinkriegen kann. Muss er jetzt halt überleben. Ja. Dann machen wir mal 18. Okay, warte, warte, warte. Ich brauche trinken und was essen. Vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr mitnehmen und auf jeden Fall noch vorher nochmal den Wasserschlauch voll machen. Ach ja, oh, ich habe gar keinen dabei. Ich habe alle in den. Ja, ja, stimmt. Das wird sonst schlecht. Ich meine, ich habe alle in den Feldern drin. Was uns helfen würde zwischendurch, wäre Beeren essen, ne? Das hilft dann auch. Ja, so ich park Pucki mal woanders. Ein Pucki-Rad. Pucki, na komm. Na komm, Pucki. So, jetzt nochmal reparieren. Ich glaube, rein kommt der nicht, ne? Aber vielleicht vor der Tür. Ne? Nach dem Dschungel müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dringend dann vielleicht mal auf die Pflanzenfresserinsel mit dem Floß. Ja. Weil wir dann da Metall ganz viel farmen können. Und wir brauchen nämlich dringend als nächstes besseres Werkzeug, weil das ist so kacke. Du hast dann ja auch mehr Ausbeute von allem, ne? Mit den Metallsachen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt machen wir erstmal das. Du wolltest ins Dings. Ich wollte ins Dschungel. In den Dschungel. Welcome to the jungle. Yeah. Welcome oh, warte, warum bin ich denn so schwer? Sie nicht. Achso, ich. Clotilde, wo bist du da? Oh, Wasserschlauch. Oh, wie süß, als wenn du ihr was zu trinken gibst oder sowas. Das sah eben ganz niedlich aus. Komm, Lizzie, steig auf. Wie süß, ja. Ich kann ja nicht mit aussteigen. Toll. Ich bin jetzt wieder Fußvolk hier. Großartig. Das ist ein Dodo. Hä? Ach, das sind diese Wasserviecher. Oh. Na komm, ich steig ab. Wir gehen zu Fuß. Ich begebe mich auf ein Level mit dir, Lizzie. Also ich glaube, der ist noch relativ harmlos hier, der Dschungel, wenn wir jetzt hier reingehen. Ja, okay. Das einzig Nervige sind dann meistens wirklich die blöden Ameisen. Mhm. Oh, warte mal, es ist noch ziemlich dunkel. Welcome to the jungle. We got fun and games. Das ist so eine Mücke? Ja, die, zwei. Die tun nichts. Du meinst Sega Neura. Ja, genau. Die tun aber nichts, solange du hier keine Leiche in der Nähe ist. Ah, okay. Die werden dann aggressiv, weil die auf die Leichen gehen und dann greifen die dich an. Okay. Die ist heiß. Nein, nein! Carnosaurus! Ah! Scheiße! Oh, und ich sehe so wenig. Oh, Alter! Macht der Schaden! Und geht voll auf mich los. Ich seh nichts. Ich hau einfach zu. Und ich, oh nein, ich erwische auch deine Clotilde. Scheiße. Und ich seh nichts. Kacke. Ja! Nice. Ja! Nein, das ist meiner. Das ist meiner. Hört auf, meinen Carnosaurus zu fressen. Den habe ich mir verdient. Okay, bring Clotilde in Sicherheit. Hau ab. Bring sie in Sicherheit. Nein! Clotilde hat einen Pompi getötet. Bring sie bloß einfach in Sicherheit. Ich sterbe nämlich auch gleich. Oh Gott. Eben noch gesagt. Das ist eigentlich geil, die Farbus hier. Oh. Joi. Was macht sie denn da? Habe ich Clotilde, überhaupt noch irgendwas von dem gekriegt? Ach, da ist ein Kompi. Oh wow, ich habe einmal Prime Meat. Toll. Oh, sehr gut. Ja, das nützt sich. Das vergammelt ganz schnell. Ach so. Also von daher bringt das ja nichts. Soll ich mal sagen, dass sie nichts angreifen soll? Ja. Das ist eine gute Idee. Passiv und fliehen vielleicht sogar. Aber finde ich die dann wieder? Ja, eben. Das ist das Doofe. Ja, dann mache ich mal nur auf passiv. Stein mehr. Die wird aber von alleine wieder gesund, ne? Ja, aber du kannst sie sonst auch
zur Not mit Zwangs mit Bären ernähren. Okay. Liegt jetzt hier noch irgendwo was? Schade, dass man die Leichen irgendwie nicht rumliegen sieht. Das lohnt sich überhaupt nicht, was ich jetzt hier gerade mache, aber ganz ehrlich, ist mir jetzt egal. Kommst du auch wieder zurück? Ich komme gleich wieder zurück, ja. Okay. Na los. Oh, ich habe wenigstens ein Level abgekriegt. Großartig. Oh, nice. Das ist doch gut. Hui. Gut. Okay. Okay. Wir kommen. Sehr gut. Jetzt, ist es auch nicht mehr ganz so düster da oben im Wald. Ja, das stimmt. Aber das war ja ein doller Anfang. Gleich ein Kanosaurus. Ja. Aber wir haben ihn heldenhaft getötet. Mhm. Ja, oder nicht? Nur, dass ich fast gestorben bin dabei. Ja, und ich konnte ihn nicht ausluten, verdammt nochmal, wegen den scheiß Mega-Neurern, den Kompis, die gekommen sind. Ach so, ja. Aber im Endeffekt, du bist halt nur fast gestorben. Nur fast gestorben. Das ist ein schwacher Trost. Wir warten hier auf euch, ne? Auf die. Ja, wir kommen. Was, bringst du auch jemanden mit? Ja, aber etwas sehr Schwaches. Ist egal. Hauptsache, ich habe ein bisschen was dabei, was ich was tragen kann. Also von daher. Pulle 2. Ja, genau. Ich wollte, ganz ehrlich, ich wollte das Prime Meat nicht vergammeln lassen. Das wäre so ärgerlich gewesen. Und mit Prime Meat. Ach, damit zähmst du einen sofort, oder was? Sehr schnell auf jeden Fall. Ah, und das okay. Ist nur, er ist ja nur ein Level 2, die Lophosaurier. Also ist eh egal. Okay. Wahrscheinlich überlebt er den Dschungel nicht, aber egal. Welcome to the jungle. We got fun and games. So. Oh, Clotilde hat eben gerade ein bisschen den Anschluss verpasst. Warum? Weiß ich nicht, die kam durch den Stein nicht durch. Ach so, okay. Oh, man könnte, warte mal, kann man hier oben hier drauf, ob man da oben was bauen sollte? Willst du denn da bauen? Oh, ich mag diese Dschungelgeräusche so gerne. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, irgendwas bauen. Eine Basis. Mit Zaun drumherum, dass sie sicher frei und sicher sind. Ach so, ja. Das wäre doch cool. Nein, Terizinosaurier und Raptor. Terizino, weg. Weg. Oh, hier sind Kompis. Es hat irgendwas angegriffen, ich höre es, ja. Die Kompis oder was? Ja, die Kompis greifen gerade an. Oh, pass auf, der Terry. Oh, jetzt hätte ich fast meine Pulle getötet, ey. Oh, wo seid ihr? Ey, warum? Warum greifen die mich an? Willst du mich verarschen? Pulle! Warum greifen die mich an? Du wurdest getötet. Was? Nein! Ich bin doch nicht getötet. Nein! Raptor! Raptor! Ich bin diese Kackfliege. Kacke! Oh, leck mich am Hobel. Und jetzt auch noch von einem Terizinosaurier. Okay, wer wollte nochmal in den Dschungel? Das sehe ich nicht. Ich respawn dann mal. Wahrscheinlich ist Pulle auch gleich tot. Ah. Toll. Ich will was Großes und Böses, was mir gehört und mich verteidigt. Ich okay, komme. Ich bin unterwegs. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, Clotilde. Was bist du denn? Achso, okay. Der Dschungel ist vielleicht nicht ganz so geil. Ich will meine Sachen wieder haben. Und ich will was Großes und Böses. Oh, hier ist noch so ein, hier ist noch so eine Dingsstelle. Mit so einem Tagebuch. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich versuche jetzt den Weg wieder nachzulaufen, den wir gegangen sind. Aber wild. Since arriving on the island, we've encountered dirty neighbor, baby. Wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder.
Achso, ich hab ein Levy ab. Wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder. Nein, Lisi, ich glaub nicht. Das ist so dramatisch. Und ich werde gleich sterben. Oh, haut ab! Oh, das sieht ja geil aus. Oh, ist das schön. Also, falls du uns siehst, hier ist so eine Explorer's Note. Siehst du uns? Der Raptor ist tot. Das war bestimmt der Therizinosaurier. Nein, ich sehe euch noch gar nicht. Den Raptor habe ich getötet. Und hier die... Ach, Meganeura. Ich hatte nur ein bisschen Angst vor dem Therizinosaurier. Also Raptor und Meganeura habe ich getötet. Da ist der Therizino. Scheiße. Versuche mal wieder zurückzukommen. Okay, ich habe wieder alles. Okay, sehr gut. Ist, warte mal, ist Pulle denn auch gestorben? Ja, Pulle ist gestorben. Pulle ist gestorben, okay. Tja. Was nehme ich auch so etwas so Schwaches mit? Ich bin schuld, dass Pulle tot ist. Ich dachte, du wärst jetzt hier. Wo bist du denn? Ach, du warst weiter vorne. Ja, ja, ganz am Anfang. Da, wo der Therizinosaurier mich gleich getötet hat. Wie viele Dilophosaurier sind denn hier? Ich reite mal nach Hause. Hallo, kannst du dich mal drehen? Das ist ein Philomia, okay. Gott sei Dank. Ich hoffe, ich finde den Weg noch nach Hause. Hier ist nur ein Spucker. Shit. Noch einer. Okay. Achso. Es bleibt Clotilde stehen, um zu kacken. Noch einer. Noch einer. Wie viele Tilophosaurier hier sind. Es ist echt der Hammer. Ich riskiere es jetzt einfach. Oh, warte mal. Bevor ich das mache, sollte ich mich erstmal anziehen, ne? Ich bin wieder am Strand. Füße, Beine, Rumpf, der Rest ist kaputt gegangen. Habe ich was zum Reparieren dabei? Ja, habe ich. Einmal, zweimal. Okay, Hände. Okay, vielleicht gehen wir doch nicht in den Dschungel. Ja, ich bin jetzt noch gerade mittendrin. Ja, ich bin schon wieder raus. Ich möchte nämlich nicht auch sterben. Ich möchte, dass Clotilde überlebt. Nicht mal aus Solidarität, weil ich gestorben bin? Nein, nein. Entzückend. Was? Was? Spooky ist tot? Was? Stand da eben. Spooky wurde getötet von einem anderen Dilophosaurier. Oh ja, hier sind zwei, Tatsache. Ihr Schweine! Okay. Einer tot. War der gar nicht bei dir eben? Nee, den hatte ich nicht mitgenommen. Ich habe sie beide getötet. Ach, mein Spooky! Oh, Mann, Kinnings. Es ist aber ja auch ein Chaos hier. Ich stirb jetzt. Unser Lagerfeuer und die Kiste sind kaputt. Ja, dann wurde das Lager angegriffen. Von irgendeinem. Ja. Von den Dilophosauriern oder von was anderem? Ah, habe ich jetzt auch. Jetzt habe ich auch die Rockwell-Aufzeichnung 23. Also. Oh, ein blauer Strahl. Hier in der Nähe ist auch ein grüner Strahl. Nee, der ist weg. Den habe ich eben gerade mitgenommen. Der große Grüne hier oben. Der große Grüne. Ja, ich habe den Hulk. Ich habe den Hulk genommen. Mann, das war so ein dickerer Strahl. Der war hier auf der Klippe über uns. Die sind alle gleich. Das sieht immer nur. Nein, das aus. War ein dickerer. Das gibt es nicht, einen dünneren. Doch. Und einen dickeren Strahl. Nein. Doch. Nein. Lizzie. Rainbird. Lizzie. Wollen wir Stundenvergleich machen? Wer schon öfter und länger Ark gespielt hat. Achso. Nein, ich muss erkennen. Wer öfter und länger was? Ark gespielt hat. Was denn jetzt? Oh, ich verdurste. War denn da was drin in dem grünen Strahl? Ja, auch diese Dings wahrscheinlich, diese, was du eben hattest, aber das kann ich nicht mitnehmen. Ah, dieser Tribut und sonst nichts? Bei mir war wenigstens noch ein Sattel drin. Sattelbauch. Nee, ein Sattel war bei mir nicht drin, bei mir war ein Scheiß drin. Fasern und irgendwie so ein Kack oder sowas. Ach so. Also. Eigentlich für den Pokémon. Nein. Was nein? Ich hätte gerade fast das Lagerfeuer abgerissen, weil ich gerade erst wieder gebaut habe. Gut. Ich baue jetzt das Floß aus und dann fahren wir mal zur Pflanzenpresserinsel rüber.
Ja, das machen wir. In der Hoffnung, dass uns der Riesenfisch nicht angreift. Nein, ich möchte nicht reiten. Möchtest du nicht? Nein. Okay. So, was lerne ich denn jetzt mal als nächstes? Mann, Kompi! Hau ab! Bist du noch im Dschungel? Nein, ich bin jetzt wieder am Strand. Du bist... Solch Werkbank und Schmelzofen wäre vielleicht auch mal sinnvoll, oder? Ja, brauchen wir aber erst dann, wenn wir genügend Metall zusammen haben. Aber kannst du meinetwegen lernen. Okay, ich lerne mal den Schmelzofen. So, okay, haben wir den auch. Was brauche ich denn für den Schmelzofen? Schmelzofen? Holz, Leder und Stein. Wo fahrt ihr denn dieses Jahr in Urlaub? Ja, wir bleiben hier in Deutschland. Wir fahren nach Schmelzofen. Klingt irgendwie nach Schmelzofen. So. Schmelzofen. Warum? Wie war das im Let's Play mit Panty Schmelzofen bei Thüringen? Ach so. Warum haben die so niedrige Level hier, die Parasaurier? Voll kacke, ey. Voll kacke, ey. Was rennt denn da rum? Was bist du denn für ein Vieh? Ach, das ist wieder so ein Dings. Ah, oh, okay, das sind alles nur Pflanzenfresser, dann ist ja gut. Clotilde, was rennt? Ne? Die ist eben so weggerannt. Ach, wahrscheinlich bist du... Was? Weggerannt. Die steht ja am Haus, an der Tür steht die. Ist aber eben gerannt. Ja, ja, ja. Nein, ich will dich nicht aufheben, Pennywise. Ich will dich leveln. Level 4, Level 5. Boah. Level 4. Nein. Dann lohnt den Aufwand nicht. Nein, nein, nein. So, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall Plattformen dafür. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ach, das kann ich ja auch basteln. Dann sollte ich das erstmal basteln, damit wir eventuell noch was zwischenlagern können. Aber dann brauchen wir Öl und, warte. Das hier auf jeden Fall. Lisi, die Folge! Schon wieder? Mann, ich bin jetzt immer gerade so mittendrin. Was musst du, Pipi? Pipi. Gib's nicht, zieh's hoch. Voll durch die Nase. Großartig. Wir sind kurz davor, die Narkosepfeile lernen zu können. Ja! Echt? Ja, Level 21. Ah, sehr gut. Cool. Ja gut, dann müssen wir jetzt leider die Folge beenden. Ich würde jetzt einfach mal so gerne so durchmachen. Obwohl ich Hunger habe und mir der Magen schon wehtut, aber ich kann ein bisschen Tee trinken. Okay, dann sagen wir bis hierhin erstmal. In der nächsten Folge hoffentlich der Floßausbau und vielleicht schaffen wir ja schon die Narkosepfeile und wir können endlich tamen ohne Ende und die Pflanzenfresserinsel und. Werden wir es überhaupt da heilen schaffen? Ich habe keine Ahnung. So viele Sachen zu tun. So viele Sachen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy und der Raybird auch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Jan.